So Jungs, wie geht's euch? Heute sind wir wieder mal bei RC3D.ch im Laden direkt. Und wir entdecken zusammen, weil das habe ich natürlich noch nie in der Hand gehabt bis jetzt, den TRX4M. Und das ist wahrscheinlich der, den ich mit heimnehme für mich. Ist die schwarze Version vom letzten Bronco. Und wir jetzt werden mal schauen, wie das aussieht. Die kleinen Dinger sind natürlich mit Kohlemotor ausgestattet. Eins kleiner. Ein neuer Receiver-Fahrräder in einem. Ein Mikroservo und die Lenkung, aber mittelmontiert. Motor nach vorne und Batterieregler nach hinten verteilt. Das heißt, das Gewichtverteilung sollte relativ mittelmäßig sein zwischen dem Motor und die kleine Batterie, die mitgeliefert ist. Ein 2S-Akku mit USB-Anschluss. Das finde ich jetzt super cool, dass ich da vorwärts mache. Und Beleuchtung ist natürlich auch schon im Auto. Es geht in Rot, Blau, Schwarz oder Weiß. Und natürlich der Defender auch. Da geht es in Grün, Blau, Rot und Schwarz, glaube ich auch. Baut ist schon fast wieder groß, einfach ohne Portalachsel. Ich werde auch schauen, was für Fernsteuer dabei ist, ob es ein TQ oder TQI ist. Und das Auto ist noch kleiner, als was ich gedacht habe. Dabei werden wir natürlich Bedienungsanleitung und Minimummaterial für Zerlegen einstellen. Nicht vergessen, wie immer, wenn du nichts hast an Material, kauf wirklich einen Schraubziehersatz. Geht am besten. Traxxas TQ dabei. LiPo 750 mAh 2S Batterie, USB-Ladegerät und natürlich ein Auto. Und schau mal, wie putzig das kleine Ding ist. Ich meine, so ist kleiner als die Fernbedienung. Mache da mal das Brötli-Verpackung weg, was da drum liegt. Karosserie, Schnellverschluss. Wie durch 1 zu 10er. Einfach anstatt unter den Flügel hast du nur vorne und hinten Anschluss. Irgendwo haben wir hier den Anfang. So. Schönen Tag. Detaillierte Karo, Türgriff, Rückspiegel, Dachgalerie, aus Kunststoff dazu gebaut. Und das Auto hat sogar ein innenliegendes kleines Käfig. Das heißt, die ganzen Teile dienen aus Verstrebung von der Karo. Das ist jetzt wirklich enorm. Dass man jetzt nicht denkt, dass das Auto jetzt so hart ist von der Karo her. Schiebe sind Zusatzbau auch. Das heißt, Schiebesatz ist reingebaut. Nicht wie der groß. Das heißt, du kannst die einzelnen Elemente haben. Wahrscheinlich mal schauen. Ersatzrad natürlich ein falsches drauf, ist nur die Abdeckung. Aber es sieht wirklich wie der groß aus. Ist extrem. Sogar noch ein bisschen mehr detailliert. Mikroservo reicht natürlich über aus. Das ist ein kleines Auto. Und Lenkung mal wie clever gemacht. Die Lenkung ist zentral montiert. Das heißt, du hast noch kein Unterschied zwischen dem Auspendel, E-Pendel von der Dämpfung mit der Lenkung. Hat keinen Einfluss drauf. Du hast natürlich keine hydraulische Stößdämpfer, nur ein bisschen Federung. Servo selber ist keiner drauf. Natürlich nicht gemacht zum Morgs, also von seiner eigenen Kraft, aber nicht von dir aus. Kunststofflink. Sind schön flex, schön hochgesetzt, aber das ist nicht im Werk, wenn du am Krabbeln bist. Ist natürlich auf Messinglager montiert. Es gibt sicher auch schon Kugellagersatz, aber das brauchst du da drauf nicht, natürlich keine schnellen Autos. Messinglager hat den Vorteil, dass sie extrem Ausdauer haben, wenn du nur immer langsam fährst. Wir haben flexible Vorlink-Suspension vorne und hinten. Deswegen pendelt ein bisschen rum. Da ist natürlich keine Panhardstange, aber schon nur ein Kahlerrad, keine Gangschaltung und nichts. Ein Mikro Titan 180 Motor. 87 Turn. Wir reden natürlich hier nicht von Topspeed mit so Autos. Ist ja klar, oder wohl? LEDs sind hier gesteckt, Servo da. Und wir haben noch einen Zusatzstecker für. Also das ist der Motor. Und wir haben ja da, also das heißt, wir müssen jetzt mal, in der Regel ist ja nicht oft, dass ich Bedienungsanleitung für hole. Aber wir müssen jetzt hier mal schauen,
was die da vorsehen mit den Autos. Lassen wir jetzt einmal so. Und machen wir mal einen schnellen Einblick. In die Bedienungsanleitung, dass man nicht falsch erzählt. Natürlich immer, wie man steht, was und wie das Auto funktioniert und was machen wir und darfst und nicht. Und das ist ja ganz einfach nur, schau mal, der Stecker von der Batterie geht jetzt in Regler rein, lustigerweise, aber das habe ich jetzt natürlich nicht gedacht. Geschaltet habe ich nicht, weil es ein Drehanschlussstecker ist. Das heißt, dass der Regler, wenn eine Zelle tiefer geht als die andere, kann eingreifen und natürlich den Stopp einlenken. Das habe ich natürlich nicht erwartet. Es kann auch sein, natürlich etwas anderes. Es kann natürlich sein, dass das Beleuchtungssystem nicht mit 7,4 Volt antrieben ist, sondern nur mit einer Zelle. Das heißt, dass deswegen drei Stecker drin sind, dass von der Batterie nur über IS das LED-System angesteuert wird. Das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Weil das schreiben die ganz sicher nicht in Betrieb rein, wie und wie viel Volt das die Beleuchtung kann nehmen. Das wäre sehr interessant, einmal das anzuschauen. Wir haben wie immer Sportmodus, heißt vorwärts, rückwärts, Bremse. Wir haben, weil sie Crawler ist, ein Wegesystem, das heißt, dass er langsam abbremst von sich selber, wenn du das Gas loslässt, also sanft die Bremse und dann wieder rückwärts. Und wir haben natürlich den Crawler-Modus, das heißt, wenn du vom Gas gehst, bremst das Auto sofort direkt. Und die Probefahrt machen wir natürlich daheim, weil ich kann es euch sagen, ich kaufe das Ding. Also den kaufe ich, den nehme ich gerade mit. Das ist fertig mit Probe. Und die Dämpfung ist geil. Schau mal, der pendelt du. Ja. Und die Karosserie ist detaillierter noch als am Großen. Du hast nämlich die Scheibeneinsätze sind separat eingeschraubt. Ach schon? Ja. Also optisch mega schön. Also das ist dazu geschraubt. Und du hast noch Verstrebung. Das heisst, es ist wie ein Karo ist wie ein Käfig. Ja. Plus Beleuchtung drin. Also es ist super straff. Das sieht mega schön aus. Ja. Optisch, ja. Das ist geil. Und siehst du, Suspension Link, sind, wie, so, sind fast Gummi, schau mal. Und deswegen hast du natürlich den extremen... Ja, natürlich kannst du extrem pendeln. Und schau jetzt, Lipo-Stecker ist mit 3 Pin. Und es kann natürlich sein, jetzt denke ich einmal, dass die Beleuchtung nur mit IS funktioniert. Dann nehmen sie den Strom eventuell auf eine Zelle für die Beleuchtung und von beiden Zellen für den Motor. Muss ich dann also Adapterkamera, dass du mit dem normalen Ladegerät laden kannst? Ja, so Wandstecker da geht's ja. Ja, weil die kommst eben gerade geschaut, die kommst eben nicht über, dann müssen wir irgendetwas. Ja, das ist speziell, ja. Ja, das wird schon. Ja, du weißt, du gehst so 220-Ladegerät, wo du direkt an den Stecker kannst. Und weißt du, es gibt viele Steckdosen jetzt, die USB haben. Weißt du, Multistecker und so Sachen. Ja, weißt du, ich finde es einfach mit dem Stecker. Jetzt daheim einen Multistecker, der drei USB-Anschlüsse hat, zum Beispiel. Weißt du, müssen die jetzt schon wieder einander stecken. Weißt du wieso? Weil wie ich bei Dave gesagt habe, ist wahrscheinlich die Beleuchtung separat. Ja. Dass sie nur eines nehmen für die Beleuchtung. Ja, aber da könnte es sicher nicht. Ja gut, aber mein, das weißt du, weil du fährst 57 mA, da fährst du eine halbe Stunde mit. Von der Zeit her schon, ja. Das ist kein Thema. Aber wenn ein Zöllin kommt und sagt, du hast einen anderen Stecker, wie sind wir zu teuer? Was machst du? Also Steckerbatterie. Ja, aber hat dann das Problem hier sowieso. Also müssen also, dann da irgendwo die Stecker noch... Ja, die kriegst du wahrscheinlich dann separat bei Traxxas, weißt du, kannst du dann noch... Dann kannst du auch oder Adapterstecker löten oder irgendetwas, oder? Ja, das bringen wir schon an. Ja, Jungs, ich lasse euch, ich nehme das daheim mit und Probefahrt machen wir dann daheim. Tschüss Jungs, macht's gut.